Hallo liebe Sims 2 Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Sims 2 4 Jahreszeiten. Im letzten Video war die Oma auf Knackerjagd und jetzt ist sie wieder zurück. Sophie ist auch da und die zwei rangeln sich ein bisschen, aber ganz freundschaftlich. Ja. Macht ihr mal. Ich guck mal, was Philipp gerade treibt. Der hat das Baby im Arm und hat es gerade gefüttert. Ich noch knuddeln und ins Bettchen legen. Und sie sind, glaube ich, gerade Freunde geworden, das Baby und er. Ja. Das ist doch schön. So, du hast Hunger. Aber erstmal die Babyflasche wegwerfen. Und dann Abendessen servieren. So sehr viel Spaß hat das jetzt, diese Rangelei mit der Oma nicht gebracht für die Sophie. Spaßbedürfnis ist immer noch ziemlich gelb. Ja, jetzt sind sie gerade beide im selben Bad. Und blockieren sich natürlich gegenseitig. Du wolltest duschen gehen, mach das. Und Klavier spielen möchte die Sophie. Oh, Lingo, da. So, während Sophie Klavier spielt und der Philipp isst, möchte ich ein ganz klein bisschen Werbung machen für einen neuen Let's Player unter uns. Und zwar den Niklas. Der hat auch ein schönes Forum neu eingerichtet, und zwar ein Forum für Let's Player. Dort können Let's Player ihre Videos vorstellen und welche Let's Plays sie machen. Und jeder, der gerne Let's Plays schaut, kann natürlich dort sich auch anmelden und Fragen stellen oder nachschauen, welche neuen Spiele so ein Let's Player in Angriff nehmen möchte. Bin ich gerade von dem Telefonklingeln hier rausgekommen. Okay, was wollte ich noch zu dem Forum sagen? Auf jeden Fall die Adresse, wo ihr das Forum findet, und zwar unter letsplaygames.tk. Ich werde die Adresse auch nochmal in den Kommentar zu dem Video schreiben. Es ist noch ein ganz neues Forum, also könnt euch ruhig ganz fleißig dort anmelden und mal schauen, was da so kommt. Der Niklas, der das Forum gemacht hat, macht auch Sims Let's Play, und zwar zu Sims Inselgeschichten. Unter dem Nicknamen Let's Play Games, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Kannst jetzt mal den Müll rausbringen, dann duschen gehen. Dann von mir aus sonst irgendwas treiben. Möchte denn eine Toilette kaufen und eine Skulptur kaufen und eine Bar kaufen. Also wie immer bei dem Laufbahnruhm, hat ganz viele Kaufwünsche, die ich ihm jetzt aber nicht erfüllen werde. Leider Pech gehabt. So. Sophie hat jetzt mal genug Klavier gespielt, sie muss ins Bett. So, die Emily ist wieder wach. Ich glaube, die hat eben die ganze Zeit geschlafen gehabt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass irgendwer gleich ihre Windeln wechseln muss.
Das bleibt wahrscheinlich wieder am Philipp hängen, weil jetzt alle anderen schlafen gegangen sind. So, das Spaghetti noch weglegen. Er hat ganz viel Spaghetti gemacht und keiner hat was gegessen, außer ihm. Tja, es schneit wieder. Aber bisher bleibt nichts liegen. Gerade mal die Zeitung runter liegen. Ja doch, da liegt die neue Zeitung. Ich habe die jetzt mal gerade selbst reingebracht, damit er jetzt da ein paar Kreuzworträtsel lösen kann. Damit steige ich bei ihm jetzt Spaß und Komfort und Logik. Logik braucht er und Charisma und Sauberkeit für seine Arbeit. Aber sein Jobleistungsanzeige hier sieht wieder ganz gut aus. Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er bald wieder befördert wird. So, er möchte sich nochmal ums Kind kümmern, Kind tragen. Ich weiß nicht, was er jetzt machen will. Das schon wieder gefüttert werden muss. Ja, natürlich. Kommt ganz nach der Mutter. Nach dem Füttern sollte man möglichst nicht mit dem Kind spielen, weil es einen dann sonst vollkotzt. Ziemlich wahrscheinlich zumindest. So. Jetzt wieder ins Bett, weil Philipp auch schlafen gehen muss. Und dann schauen wir mal, was der nächste Tag uns bringt. Ich hoffe noch mehr Schnee. Schön, Moment, ich mach gerade mal die Geschwindigkeit wieder langsamer. Jetzt liegt nämlich so richtig Schnee. So muss es aussehen, damit man auch was mit dem Schnee machen kann. Auch so ganz dick auf dem Dach. Alles schön verschneit. Ich hoffe, das bleibt bis zum nächsten Tag liegen, damit auch Sophie, Philipp oder die Oma das nutzen können. So, jetzt werde ich erstmal die Oma wecken, damit sie dem Kind die Windel wechselt. Die Oma hat jetzt ganz viele romantische Wünsche. Küssen, flirten. Wir brauchen dringend einen Opa für sie. It's a... What is it?
It's about a game. Kann mit der Emily mal ein bisschen spielen. Und vollgereiht. Ja. Also, ab ins Kinderbett und dann unter die Dusche. Ups. Hab ich zu schnell geklickt. Ja, ja. Darfst du gehen? Und alles sauber machen. Hinterher. Ich habe jetzt schon länger nicht mit der Oma sauber gemacht. Ist wieder alles dreckig. Okay, meine Aktionskette ist voll. Mehr kann ich jetzt der Oma nicht an Aktionen aufdrücken. Aber es reicht doch erstmal. Und es schneit und schneit und schneit. Das ist übrigens der erste Frühlingstag. Das ist, wie ich vermutet hatte, dass irgendwie im Winter hat es immer nur so ein bisschen geschneit und jetzt im Frühling bleibt es dann auf einmal richtig liegen. So, Sophie ist wach. Ach Gott. Ich wollte gerade auswählen, Alltagskleider anziehen. Das macht sie jetzt und selbst die Dusche gerade. Dann um 8 Uhr kommt die Fahrgemeinschaft. Für Philipp auch. Aber er muss noch ein bisschen schlafen. So. Keine Leute. So, da ging mein Wecker für dieses Video. Und dann geht's im nächsten Video weiter. Mit ein bisschen Winterspaß, hoffe ich. Also Schneemänner bauen und Schneeballschlachten. Mal gucken, was wir alles machen können. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.